Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich in meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. In der 44. Lektion wollen wir uns mit einem besonderen Möglichkeit von Formularen mit dem sogenannten Input-Type Hidden beschäftigen. Ich habe hier zwei Listings hinterlegt, ein erstes und das zweite. Im ersten siehst du schon, dass wir hier wieder ein Formular haben. Und hier wird in dem Fall nicht dieselbe Seite aufgerufen, sondern eine andere Seite. Das wäre das Listing der zweiten Seite. Das ist ja am Formularkopf. Als Methode wähle ich das Postformular. Und dann herum aber, bevor man noch zum Formular kommt, habe ich einen PHP-Code hinterlegt, indem ich hier eine Variable, $a, einen Wert zuweise. Und hier dann das Besondere vielleicht dieses Formulars. Ich habe hier einen Input-Type hidden. Und dieses Feld hier, dieses Hidden-Feld, hat einen Namen Begrüßung und kriegt einen bestimmten Wert zugewiesen, hier in dem Fall mit PHP eingefügt. Echo $A, das ist genau jener Wert, den ich hier als Variable zugewiesen habe. Was ist die Besonderheit, ist jetzt hier, wenn ich mir das hier unten anschaue, dass du hier kein Formularfeld siehst, das irgendwie von der Begrüßung, das hier darauf zurückzuführen wäre. Man hat aber hier darüber ein Input-Type Textfeld mit dem Name. Da kann ich hier etwas eingeben, wie du zum Beispiel Markus. Und das Besondere ist jetzt, dass ich hier in dem Formular hier Werte mit übergeben kann an die nächste Seite. Das ist gerade bei Formularen ja was ganz Praktisches. Und ich kann hier Werte dann festlegen, indem ich ihnen dann eben mit PHP etwas zuordne. Auswerten kann ich es dann auf der zweiten Seite. Das wird dann Input-Type in 02, also genau die Seite, die wir hier aufrufen. Habe ich hier mit isSet dann wieder festgelegt, dass geschaut wird, ob eine Variable einen bestimmten Wert hat, ob ihr was zugewiesen wurde. Das ist hier dann genau diese Variable Begrüßung von Type Hidden. Und ob auch der Variable Name etwas zugewiesen wurde. Das heißt, das ist in dem Fall hier dieses Textfeld. Wenn das der Fall ist, dass es hier Werte eben gibt, dann werden eben diese Werte für Begrüßung und für Name ausgegeben. Klick auf OK und tatsächlich wird dann Hallo Markus ausgegeben. Das heißt, ich kann mit Type Hidden mehr oder weniger beliebig viele Variablen, wenn ich das Formular absende, damit übergeben. Und ihm unbemerkt mehr oder weniger damit übergeben. Ja, das ist eine der Möglichkeiten, den Input-Type Hidden innerhalb eines Formulars, Hidden für versteckt natürlich, dann zu verwenden. Mein Verweis hier auf die Aufgabenstellung, probier das hier mal aus, ob du das zustande bringst. Und von meiner Seite natürlich ein Danke für das Zuhören und Zuschauen. Danke.